Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom, liebe Schwestern und Brüder uns verbunden über die Medien. Das Leben der heiligen Birgitta, eine Frau des 14. Jahrhunderts, ist faszinierend. Tochter, Gattin, Mutter von 8 Kindern, Witwe, Prinzessin, königliche Ratgeberin, Nonne, Pilgerin, Ordensgründerin. Schon in jungen Jahren hat sie geistliche Erfahrungen und Visionen. Ihr wurden himmlische Geheimnisse anvertraut und besonders wurde sie eingeführt in die Leidensgeschichte des Herrn. Nachdem sich ihr Mann in ein Kloster zurückgezogen hat und dort verstarb, gründete sie einen neuen Orden, den Erlöserorden oder auch Birgittenorden genannt. Die letzten 24 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Rom, wo sie am 23. Juli 1373 verstarb. Birgitta von Schweden, sie war eine Frau ihrer Zeit und sie hat den Auftrag ihrer Zeit erkannt. Sie hat an den Missständen ihrer Zeit, besonders an den Missständen auch in der Kirche, gelitten. So äußerte sich freimütig zum unmoralischen Lebenswandel des schwedischen Adels und des Klerus. Sie versuchte im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England zu vermitteln und, das zunächst aber vergeblich, die Päpste zur Rückkehr von Avignon nach Rom zu überzeugen. Ja, Birgitta war eine faszinierende Frau. Eine Frau mit Ausstrahlung. Sie hatte ein hohes Ansehen wegen ihrer authentischen Frömmigkeit und wegen ihrer tatkräftigen Nächstenliebe. Sie konnte Menschen begeistern für den Glauben. Sie konnte Menschen zu Christus führen. Und dies gelang ihr, weil das Wort des Apostels Paulus, das wir eben in der Lesung gehört haben, auf sie und ihr Leben passt. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Meine lieben Mitchristen, wäre dies nicht auch ein gutes und wichtiges Leitwort für uns? Für die Kirche heute, die auch in bewegten Zeiten ihren Glauben leben muss. Franz Kamphaus, der frühere Bischof von Limburg, sagt einmal: Wir reden uns in der Kirche ständig die Köpfe heiß, aber das Herz bleibt kalt. Wir leugnen Gott nicht, aber wir rechnen auch nicht ernsthaft mit ihm. Unser Gott ist weder zum Fürchten noch zum Verlieben. So reden und erklären wir alles Mögliche, aber es kommt kaum noch durch, was wir der Welt schuldig sind. Das uneingeschränkte Bekenntnis zu Gott, das ist wie beim Magnet. Die Eisenspäne sind auf den Magnetkern ausgerichtet. Gott ist der Magnet der Kirche. Er ist anziehend. Das sind doch nicht wir. Das ist nicht die Kirche mit ihren Strukturen. Eine Kirche, in der dieser Magnet nicht mehr zu spüren ist, erübrigt sich. Merkt man ihn in unserem Leben? Was ist uns heilig? Vor wem gehen wir auf die Knie? Haben wir uns schon einmal ernstlich gefragt, was will Gott von mir? Spielt Gott in unseren Gemeinden, Gruppen und Verbänden eine Rolle? Unser Grundproblem auch in der Kirche ist die Gotteskrise. Sie ist der Grund der Kirchenkrise. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, wie gut und wichtig wäre es auch für uns, für unsere Kirche,
für ein christliches Europa, wenn auch wir bekennen könnten: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er allein ist der Magnet der Kirche. Amen.